Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 36. Mikrogramm. So, wie versprochen, fangen wir jetzt an, im Schlingendorntal zu questen. Jawohl. Den Diplomaten habe ich noch nicht weitergemacht. So, jetzt gleich kommt wieder unser Startpanther. War da der Stadtpanther? Und tap 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 tap. Ja, der ist er, der Stadtpanther. Ich habe auch mal überlegt, wofür dieser Aspekt ist hier von wegen nicht auffindbar. Aber wirklich was Tolles ist mir nicht eingefallen. Eventuell fürs PvP, aber sonst wüsste ich auch keinen wirklichen Sinn dahinter. Ist man dann nicht von anderen Jägern und so aufgespürt, aber ich habe noch nie einen gesehen oder gehört, der den Jäger so spielt, dass man, dass der Leute aufspürt. Meistens ist ja nur ein wildes Hau drauf. Das sieht doch schon mal ganz gut aus mit dem Knurren. Oh, ich sehe gerade, wir haben auch schon 83% vom Level. Langfingerschuhe. Guck mal an. Bestimmt für Schurken. Aber nein, wir haben keine Vorteile. Das ist ein Panther. Erstmal. Das hat er gehört, glaube ich. Wir töten dich, wenn du willst. Oh ja. Warum ist da so viel? Ach so, die Hügel. Ja. Die Schlingendorntal-Dinger werden da dann angezeigt. Ja. Dann kann ja jeder droppen. Ja, war schon mal einer. Ich finde lustig, das sind ja eigentlich Priester oder so. Aber die kommen immer hergelaufen und hauen dann mit dem Stöckchen. Kurz ins Vorräte. Nee, letztens schon mal gesammelt. Ich weiß es gar nicht mehr. Zu oft gemacht schon. Jetzt wird lieber fragt, ob wir das schon gemacht haben. Keine Ahnung. Das Tolle, ich kann ja hier jetzt unterbrechen, falls er sich heilen möchte. Oder falls er weglaufen möchte. Oh, eine Minute Abklingzeit. Puh. Na gut, ist ja ein richtiger Stun dann auch.
Nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich hab gedacht, wir nehmen schon mal alle mit. Ja, das ist toll von dir. Ja, das finde ich auch toll, bitteschön. Super. Wie viele waren das denn jetzt? Schon 4 Stück oder so. Blöder Typ, der da einfach reingelaufen ist. So ein blöder Typ. Naja. Er hat wirklich um Hilfe dann gerufen. Ich hätte eigentlich gedacht, ich schaffe das noch. Oh, aber das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Na ja, gut. Da macht man nichts dran, ne? Da macht man nichts dran. Ha, mein Eisfall liegt immer noch da. So, erstmal wiederbeleben. Oh, das gefällt ihm gar nicht, das glaube ich dir. Wäre jetzt auch schon gerne tot. So. Kriegst du erstmal eine Melone quer. Plopp. Was auch ist, wenn der wirklich, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, bestimmt, aber wenn der wirklich eine ganz, ganz lange Zeit unzufrieden ist, verliert er nämlich so viel an Treue, dass er irgendwann abhaut. Warum ist er denn immer noch unzufrieden? Aha, Gewinntreue. Speck will er nicht. Aber Plätzchen essen. Ha! Plätzchen essen kann er. Unglaublich. Bester Freund. Müssen nicht mehr ins Haus, okay. Ich glaube, wir waren da, aber hatten die nicht. Ich glaube, wir hatten nur oben das Buch geholt. Das war's. Ich glaube, ich habe mich erschrocken. Puh. Der WoW-Jumpscare. Ja, ist klar. Ja, warum auch nicht? Dann gleich läuft zum nächsten. Böser Dien. So. Puh, ist immer was hier los, ey. So. Erstmal futtern. Ich glaube, in die Höhle müssen wir noch nicht, oder? Müssen wir da schon? Ja, müssen wir auch schon. Versteckte Schlüssel. Okay, das ist ja interessant. Ich frage mich, ob es teilweise reicht, wenn ich die doofen Dinger antippe. Ich meine, nämlich eben mit dem Panther ist das selber passiert.
Aha, wo muss das sein? Weiß, damals habe ich auch immer ein paar Jäger. Ich glaube, das waren damals Bots. Habe die gut erkannt, wenn die oft mit Zweihand-Äxten durch die Gegend flitzten. Finde ich auch lustig. Pack mal meinen treuen Gefährten den auf die Roboter aus. Verborgenes aufspüren, aber ich werde die unsichtbaren Schurken werden mir nicht angezeigt. Klar, warum nicht? Bei zwei. Okay, ich dachte eigentlich, die Eisfalle wäre was anderes. Mana-Trank habe ich leider nicht. Wäre gar nicht verkehrt jetzt. Ein Mana-Trank, plopp. So. Da was futtern. 34. Oh, doch, hier habe ich schon gesehen. Versteckte Schlüssel. Wie viel Leben hat er denn? 1400. Wie viel bringt das? Ja gut, 500. Das ist was knapp bemessen. Das ist wohl wahr. Okay, wir müssen für unseren Mr. Krabs neues Essen besorgen. Ach, wir können auch noch Skillen. Ich hab's mir nämlich gedacht, warum bin ich langsam erst hingegangen? Skillen. Das ist gut. 1% ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Okay, jetzt greift er natürlich auf jeden Fall an. Nö, vielleicht habe ich eben das sehr drauf geschossen. Der ist 35. Da ist noch was.
Theoretisch kein Problem, aber legen wir es lieber nicht drauf an. Oh, eine Kiste. 1% 10. 10 Punkte habe ich gerade gesehen. Links. Zenker, ich glaube, die muss man auch irgendwann töten. Brauchen wir dann noch 3 mit dem 2. Immer furchtbar. Immer weglaufen. Ja, immer gut, immer vorsichtig. Nein. Los geht's. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ja berechnet, dass der mitkommt. Mit dem Stock verprügelt. So. Das ist gut. So, oh, wir haben auch gar nicht mehr so viel Platz. Gucken, ob wir irgendwas Tolles haben. Ach so, noch kein. Wir können noch gar keine schwere Rüstung tragen. Ah, ist das gut extrakt. Gut. Dschungelarznei. Ja, brauchen wir auch noch 3 Stück von. Ich dachte eigentlich eben welche. Ich hätte noch welche gehabt, aber. Uff. Hat leider keine mehr. Man sammelt ja so viel in seinem WoW-Alltag. Hätte mich das eigentlich nicht verwundert. Ach ja. Ja, nimm ein paar mit. Ja. Funktioniert Top nicht. Ja, allerdings, wir haben kein Top gedrückt. Ich auf den falschen schießen. Das könnte böse enden. Nicht mal das nicht mal wirklich knapp. Nicht zu nahe kommen. So, jetzt mal schnell was essen. Uiuiuiuiui, das war mal echt knapp. Mit dem Geister verbunden finde ich gar nicht mehr schlecht. Aber ihm auch, das ist auch cool. Ja, werden wir beide quasi geil durch uns selber. Nee, welche Verbundenheit uns doch verbindet. Wie romantisch. Ich finde lustig, dass der zu mir läuft, obwohl er reingelaufen ist. Momentan klappt es ganz gut mit unserem Dien.
Und ich finde auch mit den Schlingen an den Seiten geht ganz gut. Wir haben doch schon recht viele. Ah, und die haben alle tolle Stiefel. Okay, von dem haben wir noch 5 und von den anderen noch 3. Allerdings haben wir schon wieder über die Zeit, würde ich sagen. Gut, gucken, was Knöpfchen ist. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst doch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Dann danke fürs Zugucken.